Ja, letztes Mittel des heutigen Wochenendes, Lac Caninum, die Milch des Hundes, in dem Fall die Milch des Rottweilers. Oder das wichtigste Heilmittel für vaterlose und kupierte Männer. Was das im Einzelnen bedeutet, werde ich versuchen, in der nächsten Dreiviertelstunde zu erklären. Lac Caninum hat ein Leitsymptom. BH bessert. Was bedeutet das? Einerseits bedeutet es tatsächlich, wie bei Bryonia, dass der feste Druck und auch der Druck eines BHs die Beschwerden bessert. Also eine Frau, die Schwierigkeiten hat mit Mastopathien, mit Knoten in der Brust, mit PMS etc., sagt, ich trage normalerweise nie einen BH und wenn ich jetzt hier aber einen BH trage in der Zeit, werden die Beschwerden besser. Also Lac Caninum braucht, könnte man jetzt metaphorisch übersetzen, Halt und Druck. Und Lac Caninum wird krank, wenn es haltlos und druckfrei ist. Also so antiautoritäre Waldschulen sind auf den ersten Blick für Lac Caninum ganz schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Lac Caninum in einer Kadettenanstalt besonders gut aufgehoben ist. Aber Lac Caninum-Menschen brauchen Strukturen. Sie brauchen Strukturen. Sie brauchen Strukturen, die ihnen Sicherheit geben. Und sie werden krank, wenn die nicht da sind. Also alle Leute, die sich mit Hunden auskennen, wissen einfach, was ein Hund braucht, damit der sicher ist. Und ein sicherer Hund ist nicht aggressiv. Ein sicherer Hund beißt nicht aus Angst. Lac Caninum-Menschen beißen aus Angst. Sie sind Angstbeißer. Und sie werden zu Angstbeißern, wenn sie haltlos, wenn sie ohne Regeln, wenn sie ohne Ordnung sind. Ohne gute Ordnung natürlich im besten Fall. Und sie suchen sich manchmal schlechte Ordnung, weil sie das Gefühl haben, egal was für eine Ordnung, Hauptsache eine Ordnung. Und darum ist es eben gut, diesen Menschen gute Ordnungen zu geben, soziale Ordnungen zu geben, zärtliche Ordnungen zu geben, solidarische Ordnung zu geben, weil sonst suchen sich diese Menschen andere Ordnung. Und die sind, wie wir das ja gerade überall erleben, nicht unbedingt lustig. BH, Bert Hellinger. Bert Hellinger bessert. Was bedeutet das? Es hat mal ein Psychologe gesagt, wenn der Bert Hellinger nur einen einzigen Verdienst hätte, denn wäre es der Verdienst, den deutschen Männern wieder eine Ordnung gegeben zu haben. Und ich muss zustimmen. Bei allem, was ich an Bert Hellinger inzwischen manchmal auch ein bisschen schwierig finde, wo ich sage, nee, sehe ich anders. Mein hochverehrter Lehrer Matthias Wager von Kibet hat sich ja sogar sehr von ihm distanziert und hat gesagt, das will ich nicht, das kann ich nicht, das sehe ich auch anders. Alles in Ordnung. Aber das geht mir mit Sigmund Freud auch so. Ich sage auch bei vielen Dingen bei Sigmund Freud, nee, sehe ich anders, finde ich schwierig. Es geht mir bei Martin Luther so. Dass ich sage, naja, das, was er mit den Juden erzählt hat und mit der Hexen, ist nicht ganz so schön. Aber Martin Luther, Sigmund Freud, Bert Hellinger haben Türen aufgemacht, haben Türen aufgestoßen, ohne diese unsere Welt heute völlig anders aussehen würde. Ohne Martin Luther würdest du garantiert nicht mehr hier sitzen. Dich hätten das schon vor 10 Jahren abgefackelt, ja? Ohne Martin Luther hätten wir immer noch tiefsten Katholizismus, tiefste Inquisition. Wir könnten immer noch nicht die Bibel lesen und wir würden immer noch von irgendwelchen Leuten abhängig sein, die uns noch nie gesehen haben und die aber bestimmen würden, wie unser Liebesleben etc. etc. aussieht. Also die Freiheit des Christenmenschen, die Priesterschaft aller Gläubigen, das sind Dinge, die würde es einfach ohne Martin Luther nicht geben. Das muss man einfach sehen. Es hat letztendlich nach 1000 bis jetzt kein Mensch die Welt so verändert wie Martin Luther. Selbst Karl Marx nicht. Selbst Karl Marx wäre wahrscheinlich ohne Martin Luther gar nicht vorstellbar gewesen. Das Gleiche ist mit Sigmund Freud.
Man kann Sigmund Freud viele Sachen vorwerfen. Er war engstirnig, er war lykopodisch, er hat mit seiner eigenen Tochter Analyse gemacht und so weiter und so fort. Er konnte nicht gut mit Leuten aus seiner Schülerschaft, die genauso gut waren wie er. Er hat den Jung verstoßen, er hat den Perls vergrault. Alles nicht schön. Er hat keine eigene Therapie gemacht. Sehr zweifelhaft. Aber er hat eine Tür aufgestoßen. Die Tür zur menschlichen Seele und die Tür zur menschlichen Sexualität, die war 5000 Jahre zu. Die war im Grunde zu, seitdem es die Männerherrschaft gegeben hat. Seitdem man Frauen ihre Sexualität abgesprochen hat. Seitdem war diese Tür zu. Und diese Tür hat Sigmund Freud aufgemacht, egal was auch alles doof war. Und genauso Bert Hellinger. Bert Hellinger hat eine Tür aufgemacht zu den Ordnungen der Liebe, die ewig verschlossen war, die pervertiert war, die durch die Nazis in den Schmutz getreten worden war, etc., etc. Und Bert Hellinger hat ein Abbild einer geordneten Wirklichkeit gelehrt und uns gezeigt, wie wir Wirklichkeiten im positivsten Sinne nach ganz klaren systemischen Gesetzmäßigkeiten in Ordnung bringen können. Und mindestens für alle Lacanino-Menschen war der Bert Hellinger ein unbeschreiblicher Segen. Mein Leben hat der Bert Hellinger und natürlich seine wunderbaren Schüler Laszlo Matyazowski, bei dem ich jahrelang Supervision gemacht habe im Aufstellen, bei dem ich selbst zwei wunderbare Aufstellungen gemacht habe. Matthias Wager von Kiebert, bei dem ich meine Systemausbildung gemacht habe, bei dem ich mehrmals aufgestellt habe. Ja, ohne den Bert Hellinger würde es diese Menschen nicht geben, weil egal wie kritisch sie vielleicht jetzt ihrem Meister gegenüberstehen, er war der, der sie initiiert hat. Ja, und Bert Hellinger hat uns eine Ordnung gegeben. Und ich möchte allen Menschen, die sich mit Bert Hellinger und seiner Arbeit beschäftigen, ein Buch empfehlen, das heißt Anerkennen, was ist. Das ist ein Interview einer Frau, sogar einer Frau, die aus einem feministischen Kontext kommt. Ten Höfel heißt die, mit ihm. Und es ist ein Buch, was ich gerade allen Frauen empfehle. Weil gerade Frauen tun sich mit den hellingischen Urschriften manchmal etwas schwer, weil er da manchmal so ein bisschen jesuitisch patriarchal wirkt. Aber das ist in diesem Buch völlig anders und selbst sehr, sehr emanzipierte und sehr feministische Frauen haben dieses Buch gelesen und haben gesagt, ja, jetzt kann ich das nehmen. Interessant ist, ich habe ja eine Wahnidee, dass ich meine Wirklichkeit nach den Mitteln gestalte, die ich gerade unterrichte. Hatte ich damals, als mir Bert Hellinger begegnete, das war zur Zeit von Kurs 9. Ich hatte in Mathe eine 5, wie gerade mich hier outet habe. Jetzt haben wir Kurs 35, das war vor wie vielen Jahren? Hilf mir. 26. Vor 26 Jahren trat Bert Hellinger in mein Leben. Ich hatte einen homöopathischen Sonntag zu machen. Darum war ich Samstag bei Bert Hellinger und bin dann morgens noch zum Aufstellen von Bert Hellinger gegangen und dann hierher gekommen, den homöopathischen Sonntag machen. Und ich hatte Bert Hellinger erlebt, Samstag und Sonntag früh, und ich hatte das Gefühl, wie einer Offenbarungshandlung beizuwohnen. Ich kann es gar nicht erklären, das war fast wie so ein religiöses Erlebnis. Und dann bin ich hierher gekommen und habe den Leuten auf dem homöopathischen Sonntag gesagt, ich habe jetzt alles verstanden. Ich weiß jetzt, warum das so ist. Ich weiß jetzt, dass wir 90% aller Krankheiten eigentlich für andere tragen. Die haben eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Ich weiß jetzt, dass 90% aller Beziehungsstreits Stellvertreterstreits für unsere Eltern sind. Und so weiter und so fort. Und dieses Publikum, die alle noch nie was von Bert Hellinger gehört haben, guckt mich irgendwie nur an. Nebenbei habe ich an diesem Sonntag über Lacanino gesprochen, was natürlich total passte. Ich habe ein völlig neues systemisches Bild von Lacanino entworfen. Und nach diesem homöopathischen Sonntag sind wir wieder alle in die Urania und ich habe den halben homöopathischen Sonntag
mitgenommen und für die noch einen Sonderpreis für die paar Stunden am Nachmittag ausgehandelt. Also Lacaninum hat mir im Grunde die Tür geöffnet zu den Ordnungen der Liebe. Bei Lacaninum geht es wirklich um Ordnungen der Liebe. Ja, und die hat einfach Lacaninum aufgestoßen. Und ich durfte diese Räume betreten, in denen es diese Ordnungen der Liebe gab. Und ich durfte da, ja, eine neue Wirklichkeit erleben. Eine neue Sicherheit erleben. Und ich habe das ja dann auch gelernt, dieses Aufstellen. Über viele Jahre bei Matthias Wager von Kiebert, habe dann auch jahrelang mehr oder minder klassisch aufgestellt. Und mein Aufstellen hat sich eigentlich erst verändert mit dem Hineinkommen des Schamanismus und mit dem Hineinkommen der Testung. Und inzwischen ist mein Aufstellen kein hellingerisches Aufstellen mehr, sondern mein Patient kommt in meine Aufstellungsseminare und wird von meinem Medium getestet, meistens Alexandra Engelbrecht. Und die hat einen großen Zettel, da steht von klassischer Familienaufstellung bis zur Dämonenaustreibung alles drauf. Und dann testet die das in unbeschreiblicher Geschwindigkeit. Die testet nur so mit der Hand, der sind immer die Routen abgebrochen. Und dann hat sie irgendwann angefangen, nur noch mit der Hand zu testen. Und dann kriege ich einen Zettel, wo drauf steht: Heilung, mütterliche Linie, 3 Seelenrückholung, 1 Schändungsdämon entfernt, danach Leibarbeit in der Gruppe und Nachnährung. Und irgendwann mal, und ich habe ja so ein Kompetenzteam, wo alle meine Krafttiere, alle meine geistigen Helfer drin sitzen, nochmal extra das Team von der Himmelsapotheke. Und irgendwann mal hörte ich aus diesem Kompetenzteam eine Stimme. Hier ist Bert Hellinger. Ich möchte dich in deiner Arbeit unterstützen. Oh, und dann habe ich gefragt, ja, so mache ich das immer, wenn sich die Kompetenzler melden. Wen möchtest du denn? Und dann hat Bert Hellinger ganz klar gesagt, den. Und dann habe ich gesagt, du, könntest du dir bitte mal Bert Hellinger ziehen? Der war ein bisschen ich, Bert Hellinger. Habe ich gesagt, du, mach einfach Scheitelchakra auf, hol dir den Doktor rein, zieh dir einen hellblauen Polunder an. Scherz, weil Hellinger hat irgendwie immer ganz wunderbare Polunder angehabt, so mit Hemd nach vorne trotzdem zugeknöpft. Sieht sehr besonders aus. Ja, und dann hat derjenige sich, ich weiß gar nicht, wer mein erster Hellinger-Invokant war, sich den Hellinger geholt und hat da gar nicht groß jetzt denn Aufstellungen gemacht, sondern hat irgendwie Menschen berührt, hat manchmal Menschen Sätze sagen lassen, die ich gar nicht mitkriege, weil ich ja draußen sitze und trommle, hat manchmal umgestellt, hat manchmal selbst noch Leute reingeholt und kam dann irgendwann mal nach einer Viertelstunde zu mir und sagte, alles in Ordnung. Und dann wusste ich, auf dieser systemischen Ebene ist jetzt alles in Ordnung. Das Interessante ist, seitdem Moritz mit bei meinen Aufstellungen dabei ist, will der Doktor immer ihn. Also Bert Hellinger steht auf Moritz. Fragt mich nicht, warum. Natürlich ist Moritz ein wunderbarer Heiler und Hexer und Homöopath und alles. Aber sind ja noch ein paar andere dabei, die gut sind. Aber nein, Bert Hellinger sagt, ich will immer Moritz. Wenn Moritz nicht da ist, was zum Glück nicht oft vorkommt, jetzt wenn er im Krankenhaus ist, muss ich mal mit dem Doktor verhandeln, dann ist er ein bisschen zickig. Dann muss ich sagen, du, aber wäre schön, wenn du trotzdem mitarbeitest. Na gut, dann nehme ich die und den. Ja. Das habe ich eigentlich so bis jetzt nur bei der Wölfin erlebt. Die Wölfin kann auch ein bisschen zickig sein. Die wollte zum Anfang immer Heike Wittenbecher, nachdem Heike Wittenbecher weg war, hat sie erstmal nur Heidi genommen. Und ich musste wirklich dann mal, weil Heidi oft dann andere Sachen machen, mit der Wölfin verhandeln, dass sie eben auch mal andere Leute invoziert. Ja, ich würde mal sagen, in meinen Ikonen, die ich ja inzwischen wunderorientierte, schamanische Heilaufstellungen und Rituale nenne, ist eigentlich zu 90% der Bert Hellinger immer tätig, meistens durch Moritz. Ja, ich will euch ein bisschen von mir erzählen und meinem Lacaninum.